Willkommen beim WordCamp Cologne. Es geht hier um WordPress SEO für Einsteiger. Mein Name ist Judith Schröer. Ich bin digitale Betriebswirtin, seit 2015 selbstständig. Seit 2007 arbeite ich mit verschiedenen Content-Management-Systemen, Typo3 und Joomla, und bei WordPress bin ich einfach hängen geblieben. Und ich bin Teil der WordPress-Community Köln. Und oftmals fragen mich meine Kunden, was ist das überhaupt? SEM, SEA, SEO, gehört das zusammen und wie gehört es zusammen? Und SEM, Search Engine Marketing, ist einfach der Überbegriff für Suchmaschinenmarketing, was sich dann halt aufsplittet in SEA, Search Engine Advertising, das heißt Google AdWords, Bing AdWords, und SEO, halt die Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Optimization. SEA kostet Geld, SEO kostet zumindest Zeit oder Geld, wenn man es dann halt abgibt. Ne? Und da fragt man sich ja grundsätzlich, was möchte Google? Und Google überlegt sich, oder jede Suchmaschine überlegt sich, welche Seite für die jeweilige Suchanfrage das beste Ergebnis ist. Und Ziel von Google ist es, das beste Ergebnis jedem Suchenden zu liefern. Und je höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer das Gesuchte auf der Seite findet, desto höher rankt die Seite. Und dann ist ja auch immer die Frage, nach welchen Kriterien wird denn gelistet? Und das ist halt den Google-Algorithmus, also das Mysterium, das gut gehütete Betriebsgeheimnis. Und ein Algorithmus ist eigentlich ein Kriterienkatalog oder ein Regelwerk. Und es fängt einfach an, das quasi vereinfacht gesagt, gibt es ja die Ranking-Faktoren, die geheim, und dann fragt sich, erfüllt die Seite dies und dies und dies und dies Kriterium, und da gibt es um die 280 verschiedene Kriterien, und so wird es quasi dann heruntergelistet. Und es gibt auch den Startleitfaden zur Suchmaschinenoptimierung, der ist öffentlich von Google unter der Seite einsehbar, und da gibt es das von Google zu sehen, was sie halt so veröffentlichen. Ja, also auf der zweiten Seite, auf der zweiten Google-Ergebnisseite, da kann man auch wirklich so Leichen verstecken, weil da findet man garantiert niemanden mehr. Und jeder möchte auf die erste Seite und in die sogenannten SERPs, also die Search Engine Result Pages. Und wenn man bei Google oben eingibt, zum Beispiel Webseite mit WordPress erstellen, dann kommen als erstes die vier Anzeigen. Das sind die SEA-Ergebnisse. Dafür hat jemand bezahlt. Und darunter kommen die organischen Ergebnisse, die kostenlos sind. Und da will einfach jeder hin. Das ist jetzt eine Studie von Searchmetrics, die wurde 2016 veröffentlicht. Das war über allgemeine Rankingfaktoren, egal welche Nische, egal welches Geschäft, haben sie verschiedene Metriken untersucht, zum Beispiel den Content, die Inhalte, die auf der Seite gestellt werden, die User-Signale, die Technik, User Experience, wie findet sich der Sucher auf deiner Seite zurecht, Social Signals, ist die Seite in sozialen Medien, und halt auch die berühmten Backlinks. Mittlerweile ist von Searchmetrics 2017 und 2018, dieses Jahr, sind auch neue Studien veröffentlicht worden. Die gehen dann aber schon ganz spezifisch, weil der Bereich Tourismus zum Beispiel, Tourismus, Freizeit, Hobby, da sind andere Ranking-Faktoren interessant als für Gesundheit oder als für Financial. Und das berücksichtigen diese Studien. Und wenn man von SEO spricht, dann ist es ein sehr, sehr großes Feld. Das fängt halt an mit einem Crawl-Budget und Paginationen und Server-Caching und AMP,
Und da muss man einfach auch schon wissen, was man möchte. Und ich nehme hier jetzt einfach bestimmte Elemente raus, auf die ich jetzt hier eingehe. Und es geht überhaupt nicht darum, den neuesten Trick, Suchmaschinentrick, SEO-Trick zu kennen, sondern es geht einfach darum, Google oder halt auch Bing oder einfach jede Suchmaschine als Partner zu verstehen und mit dieser Suchmaschine zusammenzuarbeiten, damit man halt auch gefunden wird. Und in der Kurzfassung sind das 5 SEO-Tipps für Einsteiger. Das ist einmal das SSL-Zertifikat. Das hört sich sehr pragmatisch an, aber selbst 2018 im Zuge der DSGVO ist das nicht selbstverständlich. Die Webseite sollte mobile responsive sein. Das heißt nicht nur, dass da irgendwo steht, dass das Theme mobile responsive ist, sondern dass auch bestimmte Abstände, Zeilenabstände, Buttonabstände so gesetzt werden, dass sie nicht übereinander lappen, dass sie auch mit dem Finger erreichbar sind, selbst mit dem Daumen oder so, ne, für Grobmotoriker. Dann geht es auch um Keywords und Keyword-Tools, weil Google ist eine Textsuchmaschine. Dann ist mein Tipp auch noch das Yoast SEO-Plugin installieren und anwenden. Grundsätzlich, man kann SEO machen ohne Yoast. Also es gibt auch andere tolle SEO-Plugins, SEO-Framework, zum Beispiel WP SEO. Ich habe Yoast hier erwähnt, weil es das größte Plugin ist, also das war am meisten runtergeladen wird und weil Yoast halt auch die WordPress-Community unterstützt. Und deshalb finde ich, das sollte erwähnt werden. Muss nicht, könnte. Und Ladezeiten. Man sollte generell in der Google Search Konsole angemeldet sein, weil das die Google Search Konsole der einzige Platz ist, wo Google mit dir als Webmaster korrespondiert. Also wir können diese Diskussion abbrechen, weil wer hier SEO macht, der möchte gefunden werden. Wenn ich gefunden werden will, dann gehe ich davon aus, dass ich Daten sammeln will und dass ich mit Google einverstanden bin. Wer Datenschutzbedenken hat, ja, das ist relativ egal, weil Datenschutzbedenken, die gibt es immer, die wird es immer geben. Wer SEO machen möchte, der möchte zumeist Geld verdienen, der muss sich mit Google anfreunden. Punkt. Ja, genau, dann sind wir hier, ne, ich bin hier wegen SEO, ich verdiene mit SEO mein Geld, ich bin selbstständig, ich möchte gefunden werden. Ne? Weil ansonsten kann ich irgendetwas machen. Ja, genau. Datenschutzdiskussionen gehören einfach in einen anderen Talk. Also. Und der letzte Tipp ist halt die Ladezeit. Ihr kennt es selber, ihr seid mit dem Handy unterwegs und die Webseite lädt und lädt und lädt. Also da macht man sie eher zu, als dass man sie sich anschaut. Das SSL-Zertifikat wird einfach mittlerweile hier halt auch angezeigt. HTTPS, das grüne Schlösslein, das ist anzustreben. Es ist eigentlich, heutzutage sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, doch ich sehe immer noch genügend Seiten, auf denen es einfach nicht ist. Das ist die einfachste Möglichkeit, ein einfacher Ranking-Faktor. Hier habe ich leider die URL vergessen. Es gibt den Google-Test auf Optimierung für Mobilgeräte. Da könnt ihr die URL eingeben und dann spuckt Google euch aus, ob Google findet, dass die Seite mobil optimiert ist. Und wenn sie nicht mobil optimiert ist, gibt es da auch Handlungsanweisungen, denen man einfach folgen kann. Das ist so eine Art Liste, die kann man dann zum Beispiel einfach abarbeiten. Keywords. Ich habe oft mit Kundinnen zu tun, die sich dann irgendwie fragen, woher kommen denn meine Keywords? Wie finde ich denn überhaupt meine Keywords?
Und jeder, der ein Geschäft oder ein Business online oder offline hat, der hat ja in irgendeiner Art und Weise, sollte der wissen, wofür er steht, also die Positionierung und für wen es denn ist, also die Zielgruppe. Ich habe einen Kunden an der Schweizer Grenze, die verkaufen keine Eheringe, die verkaufen Trauringe. Im Umkreis von 100 Kilometern ist das dann auch sinnvoll, dann halt das Wort Trauringe zu verwenden, weil Eheringe werden bei Google nicht so gesucht. Und entweder man hat ein Produkt, wie zum Beispiel Eheringe, Trauringe, oder die Keywords ergeben sich weg vom Problem oder sie ergeben sich hin zur Lösung. Und da sammelt man als erstes mal die Keywords, für die man steht. Man erstellt ein Keyword-Set. Und da gibt es verschiedene Keyword-Arten. Es gibt Short-Tail, das ist so ganz kurz, das sind die heftig umkämpften, hochpreisigen Keywords. Longtail-Keyword ist zum Beispiel Segelurlaub im Mittelmeer mit Familie. Da wird es einfach schon ein bisschen spitzer, ein bisschen nischiger. Da hat man größere Chancen, gefunden zu werden. Da gibt es sogenannte transaktionale Keywords, das heißt, der Mensch, der Suchende, will irgendeine Handlung vollziehen. Er will ein Auto mieten, irgendetwas kaufen und gibt es auch genau so ein. Das, je nachdem, wo im Funnel sich der Suchende befindet, hat man am Anfang des Funnels, am Top of Funnel, hat man mehr so informale Keywords. Der Besucher, also der Suchende, möchte sich erst informieren und wenn man halt ganz unten Bottom of Funnel ist, dann geht es um Transaktion, um Kauf, um irgendeine Handlung. Genau, informationale Keywords, Kuchenbodenrezept einfach, wie mache ich dies, das, Tutorials, zielt meistens alles so auf den oberen Teil. Navigationale Keywords gibt es. Hier als Beispiel, ich wollte es der guten, also einfach zur Information einfach nochmal abrunden. Das ist dann, wenn der Nutzer gezielt nach einer Unterseite sucht, wie zum Beispiel, ich weiß, dass es bei Amazon das Self-Publishing gibt und dann suche ich direkt, gebe ich einfach genau diese Keywords ein, um auf dieser Seite zu landen. Da sind wir mit dem Yoast-Plugin. Und wer von euch nutzt das denn? Okay, dann habt ihr so in etwa vor Augen, wenn ich das jetzt so durchgeht. Okay, ihr wisst, wenn ihr in dieser Box seid, dass ihr da erstmal ein Keyword festlegt. Und ein ganz hilfreiches Tool ist Answer the Public. Wer das vielleicht kennt, das sind diese W-Fragen. Genau. Wer noch Fragen hat von wegen, für wen mache ich das? Gibt es zum Beispiel auch dieses für Hypnose, für Segelurlaub, für WordPress-Seiten erstellen, für. Das zum Beispiel lässt sich gut nutzen, um Fragen herauszubekommen, weil Answer the Public sammelt all die Eingaben ein und bereitet sie visuell auf, die Suchende bei Google gestellt haben. Keywordtools.org und Keywordtool.io sind zwei weitere Keyword-Tools. Und ihr kennt das, wenn ihr bei Google etwas eingebt, ist unten dann halt auch nochmal aufgeführt, ähnliche Suchanfragen zu und dann halt der Begriff, den ihr dort findet. Diese Keywords solltet ihr dann halt eingeben, wenn es im Fokus-Keyword geht, in dem Yoast-Plugin. Dann gibt es dann halt auch, ihr kennt das, dass wenn ihr den Text schreibt, dass der vom Yoast Plugin ausgewertet wird. Und er wird nicht nur ausgewertet, ob der schwer lesbar oder leicht lesbar ist, der Text, sondern er wird auch ausgewertet, ist er übersichtlich gegliedert, gibt es Zitate drin, gibt es Aufzählungen und so weiter und so fort. Und es ist auch es, so aus dem Grundsatz, könnt ihr euch vorstellen, dass euer Blogartikel oder eure Seite so aufgebaut sein sollte, wie quasi so ein Inhaltsverzeichnis von einem Buch. Also
Es gibt eine Überschrift und so gibt es auch analog eine H1, dann darunter gegliedert halt H2 und H3, H4, dann, wenn es thematisch sinnvoll ist. Also das signalisiert der Suchmaschine auch, okay, H1, das ist mal sehr wichtig und H2, H3 sollten einfach thematisch halt dazu passen, also so ergänzend. Und es folgt halt einer, es sollte einfach gut strukturiert sein. Und es geht nicht darum, ach, wir fangen mal mit der H2 an, weil das passt jetzt irgendwie gut von der Überschrift und das ist wichtiger, also so 5 Zeilen weiter unten, das ist jetzt wichtig, das machen wir jetzt mal mit der H1, weil dann der Text größer wird und also das macht einfach keinen Sinn. Also es ist auch sehr komisch zu lesen. Also stellt euch eine Zeitschrift oder einen Artikel vor und oben links der Text oder der Titel wäre kleiner als das so zwischendrunter. Es ist nicht so. Genau, dann gibt es externe Links und interne Links. Die werden vom Yoast Plugin halt auch empfohlen. Und das sind einfach Handlungsaufforderungen. Jede einzelne Seite von eurer Webseite hat irgendein Ziel, irgendein Call to Action, Handlungsaufforderung. Das kann verschiedenes sein. Höre dir jetzt den Podcast an, kaufe jetzt, trage dich jetzt in den Newsletter ein, buche, was auch immer dann halt zu buchen ist. Aber irgendwo sollte eine Handlungsaufforderung sein. Halt. Ich meine, das Internet, es hört sich sehr banal an, aber besteht aus Links, die immer zu etwas anderem und etwas von der nächsten Seite und der nächsten Seite und einer anderen Seite führt. Und einmal, also Webseiten sind ja keine Inseln, sondern sie bestehen halt aus einem Netz und sie wird besser gefunden, je besser sie verlinkt ist. Und so sind externe Links auf deine Seite, Backlinks, aber auch du auch Links, die von deiner Seite auf andere Seiten führen, sind halt genauso wichtig. Das muss jetzt ja nicht der Konkurrent sein, aber manchmal halt bei einem Podcast dann halt zum Beispiel, man hat über ein Buch gesprochen und man linkt halt zu Amazon, weil es da das Buch ist. Also als Beispiel. Interne Links zu anderen Seiten innerhalb deiner Webseite, damit keine toten Seiten auf deiner Internetpräsenz entstehen. Das steht ja alles irgendwie in Verbindung. Bilder sind auch wichtig. Es sollten Bilder sein, die man frei verwenden darf. Pexels oder Pixabay ist einfach so als Beispiel. Man kann halt auch eigene Bilder verwenden oder man nimmt halt Grafikprogramme wie Canva zum Beispiel, das ist kostenlos und da kann man sich dann halt Bilder zurechtbasteln. Da ist man auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite. Du solltest mit Tiny JPEG oder Tiny PNG oder IrfanView zum Beispiel die Bilder verkleinern und du solltest, wenn du sie in WordPress hochlädst, ein Komprimierungs-Plugin verwenden, zum Beispiel Smoosh habe ich jetzt mal hier, auch ein relativ bekanntes. Dann kennt ihr das ja in der Mediadatenbank, man lädt das Bild hoch und dann gibt es rechts den Titel, den man eingibt, der sollte einfach vielleicht auch das Keyword enthalten. Und dann halt auch den Alternativtext. Auch da sollte das Keyword drin vorkommen und nicht DSC 05900, weil darunter kann sich niemand irgendetwas vorstellen. Dann habt ihr hier die Snippet-Vorschau. Und achso, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Jetzt seht ihr den SEO-Titel,
die und die Metabeschreibung. Der SEO-Titel ist hier, ne? Wanderschuhe, drei Tipps zum richtigen Kauf. Und das Keyword ist hier Wanderschuhe. Und das Keyword sollte dann halt im SEO-Titel drin vorkommen. Und es sollte ganz unten in der Metabeschreibung auch drin vorkommen. Die Metabeschreibung, wird nicht immer übernommen von Google. Es kann auch sein, dass Google meint, nee, aus diesem Artikel ziehe ich mir jetzt irgendwie ganz andere Sätze. Aber man sollte einfach das eintragen, was in sinnvollen Sätzen den Inhalt des Artikels beschreibt. Und die Beschreibung kann man bearbeiten, indem man auf den Button Code-Schnipsel bearbeiten klickt. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Ladezeit optimieren ist wichtig. Einmal sollte man vertrauenswürdige Themes verwenden. Also es gibt zig kostenlose Themes im WordPress Repository. Aber nicht jedes ist sauber und einwandfrei gecodet. Wir hatten es letzten Dienstag noch davon, als ich den Vortrag zum ersten Mal gehalten habe. Es gibt nicht die perfekte Anzahl der Plugins in einer WordPress-Installation, doch man sollte es in sinnvollen Grenzen halten. Bilder komprimieren, das hatte ich erwähnt. Und da kommt oftmals die Frage auf, ja, wie groß sollten die Bilder denn sein? Wie viel MB? Nein, MB sollten sie gar nicht sein. Sie sollten, eine Kundin von mir hatte 10 MB hochgeladen. Ja, genau. Sie sollten im KB-Bereich sein, so um die 150. Und da fällt mir auch noch ein, dass es die Google Page Speed Insights gibt. Da kann man zum Beispiel die URL eingeben und dann rechnet Google aus, wie schnell die Seite geladen wird. Ja. Man kann bei WordPress viele Dinge einbinden. Wenn man aber irgendwie so fünf YouTube-Videos hintereinander irgendwie einbindet und dann noch zwischendurch von Slideshares noch was irgendwie dazu nimmt, dann wird es einfach sehr viel und es verlangsamt sich. Und Caching-Plugins sollte man ebenfalls verwenden. Hier werdet ihr auf dem WordCamp bestimmt Menschen treffen, die euch gute Tipps geben können, welche das sind. Jedes Theme legt oder Themes legen oftmals fest oder geben einen Tipp, wie viel Pixel ein Foto haben sollte, so Höhe, Breite. Das ist das, was von meinem Theme, das ich verwende, mal zur Information zur Verfügung gestellt wurden. Und dementsprechend verkleiner oder dementsprechend passe ich halt auch die Bilder an. Bilder brauchen keine 300 dpi, das reicht 72 dpi. EXIF-Dateien sollten entfernt werden. Und bevor man es hochlädt, komprimieren und verkleinern. Und das Fazit ist einfach, dass wenn andere deine Seite mögen, weil sie den Content und die Inhalte gut finden, dass man dann halt auch in den bei Google einfach steigt, weil man die Inhalte, die man auf seiner Webseite zur Verfügung stellt, für Menschen, für den Suchenden konzipiert und nicht für eine Suchmaschine. Genau. Jetzt. Okay. Thank you.
Ja, das sind zum Beispiel auch die Keywords. Mit welchen Keywords wurde, hat, haben die Suchenden auf deine Seite gefunden? Welche Seiten funktionieren, also wurden am meisten gesucht und so weiter und so fort. Naja, also natürlich kann man Suchmaschinen ausschließen, aber das möchte man nicht. Wenn man eine Webseite hat, dann möchte man gefunden werden. Nein, also grundsätzlich, sie funktionieren. Okay, es geht darum, ob es sinnvoll, also es geht darum, ob es sinnvoll ist, die Suchmaschinen auszuschließen. Nein, dieser ein, also die, es ist ja No Index, No Follow. Das soll man anklicken. Also beziehungsweise auf jeden Fall No Index. Das heißt, man setzt dieses Häkchen No Index, damit die Suchmaschine diese Seite nicht indiziert. Aber eine, wie ich schon sagte, das Internet besteht aus Links. Wenn von irgendwo ein Link auf diese Seite führt, dann wird diese Seite, besteht die Gefahr, dass diese Seite trotzdem indiziert wird. Also von daher ist dieses No-Follow kritisch zu sehen. Man kann auch erstmal eine Seite auf Entwurf stellen, jede einzelne Seite, jeden einzelnen Beitrag auf Entwurf stellen und nicht veröffentlichen, dann ist sie nicht indexiert. Ja, ich sage auch nicht, sie ist unsittlich, diese Einstellung ist nicht unsittlich, sondern sie funktioniert einfach nicht, weil eine Webseite ist keine Insel. Sie ist verbunden mit irgendwie irgendetwas. Und darüber kann sie trotzdem gefunden werden, auch wenn du sie auf No Index setzt. Also, genau, das ist halt dieses eben. Genau, das ist dieses Ding. Es ist die Verlinkung ist wichtig. Oder zum Beispiel jede einzelne Seite kann man ja mit einem Passwortschutz versehen. Man stellt sie auch veröffentlichen, dann kann man dann Passwortschutz davor hängen und da ist es dann einfach nicht so. Also da wird man vielleicht sehen, okay, es gibt diese Domain, aber also es gibt diese URL, doch nicht, es gibt den und den und den Inhalt auf diese URL. Doch wer SEO machen möchte, möchte zumeistens gefunden werden. Das ist zu 99% so und die Leute möchten sichtbar sein in irgendeiner Art und Weise. Ausnahmen bestätigen die Regel, die sind aber marginalst. So, und wir wären jetzt eigentlich auch durch und von daher, Dankeschön.